heiße Max und euch recht herzlich willkommen. Ich bin Schauspieler am Theater Baden-Baden und ihr seid zu Hause am Bildschirm. Und damit ihr am Bildschirm nicht eingeht, gehe ich für euch aus in die Stadt. Die Stadt kommt zu euch, weil ihr nicht in die Stadt könnt. Heute das Kurhaus in Baden-Baden, direkt neben dem Theater. Damals Konversationshaus. Und ich will nicht wissen, was für politische Entscheidungen da während der Konversation alles im 19. Jahrhundert getroffen wurden. Politik und Theater, da gibt es übrigens auch einige Parallelen. Man sagt ja, im Theater stehen gute Schauspieler auf der Bühne, die schlecht bezahlt werden. Im Bundestag ist es oft umgekehrt. Aber da wurde nicht nur Konversation gemacht im 19. Jahrhundert, nein, da wurden auch die prächtigsten Bälle überhaupt veranstaltet. Ein Reiseschriftsteller namens Gérard Nerval hat damals nach einem Ball festgestellt: Sie können sich keine Vorstellung machen von der Unzahl weißer Schultern, die ich bewundern durfte. Ich glaube, keine einzige Stadt in Europa hat so viele Schönheiten aufzuweisen wie Baden-Baden. Was den ersten Platz des Aussehens anbetrifft, wetteifern die Engländerinnen, wer hätte das gedacht, mit den Russinnen, während die Deutschen und Französinnen lebhafter sind und bessere Manieren haben. Glücklich die Städte, in denen im Sommer getanzt wird, während ein süßer Duft durch die halb geöffneten Fenster strömt. Bei diesem Zitat fallen einem doch zwei Dinge auf. Erstens müssen die Engländerinnen damals anders ausgesehen haben als heute. Und zweitens haben in Baden-Baden die fantastischsten Orgien stattgefunden. Apropos, ich habe gelesen, im Mittelalter wurde, wenn die Pest die Stadt verlassen hat, immer eine Riesenorgie veranstaltet. Apropos Corona, weiß jemand, ob irgendwas geplant ist?